Auf ein neues. Gucken wir mal, ob Gwendolyn es jetzt schafft, ohne sich in die Zehe zu brechen. Schloss knacken. Nö. Und sie tritt schon wieder gegen. Warum machst du sowas? Yallen, heil sie mal bitte ganz kurz. Talent anwenden. Wunden heilen. Gwendolyn. 12 Lebenspunkte. Okay. Oh, ein Wisselkraut kann sie auch noch gebrauchen. So, also Schloss knacken funktioniert anscheinend nicht. Wir könnten ein Foramen probieren. Aber ich denke, das wird auch nicht klappen. Dafür werden wir irgendeinen Schlüssel brauchen. Boah, na gut, dann halt nach Norden. Da lang. Und auch... Oh, was ist hier für eine Nische? Nix drin. Zu viele Sackgassen. Ist hier vielleicht ein Geheimgang? Ist jetzt schwer zu erkennen. Vorhin hatten wir diese Wände gehabt, die etwas heller waren. Aber hier haben wir keine Vergleichsmöglichkeit. Ne, ist nur der Winkel, der das heller macht. Okay. Westen. Das ist riesig hier. Ich hoffe mal nicht, dass die Kämpfe respawnen. Also wir immer wieder gegen die Kämpfe müssen, wenn wir falsch abbiegen. Schloss knacken. Ah, hier geht es wenigstens weiter. Sehr schön. Und genau das meinte ich. Das ist auf jeden Fall eine Geheimwand. Das muss Gwendolyn nur noch herausfinden. Beziehungsweise sie muss den Schalter finden. Ich weiß genau, dass eine Türe ist, aber ich bekomme sie beim besten Willen nicht auf, meint Gwendolyn etwas ratlos. Vielleicht gibt es da einen Trick. Okay. Wir können hier auch noch einen Eintrag schreiben. Der Haken ist halt nur, dass wir es auf der Karte nicht wirklich sehen, dass hier ein Eintrag ist. Nur wenn wir mit der Maus rübergehen. Ja, also da ist die Geheimtür. Und da müsste diese Frage sein. Richtig. Oh weia, wir werden noch sehr lange hier drin bleiben. Also, Geheimtüre war da. Westen? Ich will jetzt erstmal den äußeren Bereich dieses Labyrinths abklappern. Und hier ist schon der Kartenrand. Jo. Also hier müsste die nordwestlichste Ecke sein. So, in der Zwischenzeit können wir ganz kurz ins Inventar. Haben wir alle noch Stärkung? Ja, haben wir. Starker Zaubertrank bei Myrrhem lohnt nicht. Hat Yallen noch einen? Nein. Talana hat nur noch einen. Wir könnten ihn jetzt trinken. Aber ich sehe mich dann schon irgendwann die Astralenergie für ein Transversales brauchen und wir haben es vorher für irgendeinen Kampfzauber verballert. Also lassen wir das mal lieber. Das ist echt nur für absolute Notfälle. Da ist noch eine Sackgasse. Und was haben wir da? Möge Borons Fluch jeden treffen, der die Ruhe dieser Stätte stört. Da gehen wir erstmal nicht weiter. Aber warum ist hier eine Grabstätte, die Boron geweiht ist? Okay, alle Grabstätten sind Boron geweiht. Aber warum ist hier eine Grabstätte unten im Fextempel? Hier ist noch eine Geheimtür. Oder ist das die alte Geheimtür? Ja, ist die alte Geheimtür. Das könnte auch ein Bluff sein, um irgendwelche Plünderer fernzuhalten. Aber trotzdem sollten wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir gucken uns erstmal in den anderen Bereichen um. Ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, dass wir hier nicht schon waren. Aber ich laufe einfach einmal etwas planlos durch die Gegend, um die Karte aufzudecken. Was haben wir hier? Sichern. Oh, wieder diese komischen Mönche. Zaubern. Kampf. Fulmen. Da ging die Hand wieder schon zu schnell zu den Zaubern. Also das lassen wir lieber. Wir greifen ganz normal an. Die können zwar Blitzdefend, aber nur die Hohepriester konnten die Kampfzauber. Das heißt, wir müssten sie eigentlich relativ gut erledigen können. Wenn es dann wirklich nur zwei bleiben. So, du schießt einfach nur. Genau wie Yallen auch. Und du
gibst immer kräftig eins über die Rübe. So, du dahin. Der Langbogen von Jallen ist zerbrochen. Nein! Okay, sie können Blitzdicht finden und, wie hieß der? Plumbumbarum? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall können sie unsere Waffen zerbrechen. Unsere nicht magischen Waffen, hoffentlich nur. So, du behältst den kaputten Langbogen in der Hand und gehst in die Ecke. Du machst jetzt erstmal gar nichts mehr. Du auch nicht. Das heißt, was kann jetzt kaputt gehen? Geh rüber. Er hat schon wieder versucht, ihren kaputten Langbogen zu zerbrechen. Also ja, Gerogons Zweihänder dürfte nicht zerbrechen. Tiriks Axt sowieso nicht, aber Gwendolins Rapier auf jeden Fall. Aber der ist ja nicht wirklich teuer, das kriegen wir schon hin. So, komm schon. Zack. Zauber misslingt. Zum Glück, ja. Wir wissen nicht, wann wir hier wieder rauskommen. Es wäre schon sehr unpraktisch, wenn der Rapier jetzt auch noch zerbrechen würde. Ist schon nervig genug, dass ein Bogen jetzt ausgefallen ist. So, du gehst dann bitte dahin. Du stürmst voran. Na, der Rapier von Gwendolin ist zerbrochen. Also werden jetzt Gerogon und Tirik uns im wahrsten Sinne des Wortes hier rausprügeln müssen. Wahrscheinlich nicht nur durch diesen Kampf, sondern auch durch den nächsten. Übel, übel. So, diesmal ist der Rapier auch wirklich zerbrochen, richtig? Richtig. Können wir jetzt noch irgendwas mit dem Schleifstein machen? Ne, ist immer noch zerbrochen. Ah. Okay, das heißt, das kann erstmal ins Inventar. Haben wir irgendeine Alternativwaffe für haben wir noch irgendeine Alternativwaffe für Gwendolin? Goldene Wurfaxt. Den werde ich ihr nicht unbedingt geben. Wir haben noch einen Speer. Groß Attacke Parade. Momentan 8-7. Ja, ist okay. Nicht besonders toll, aber okay. Wie war es mit dem Streitkolben? Darf sie gar nicht erst verwenden, weil sie eine Streunerin ist. Na gut. Dann halt der Speer. Der war ja auch magisch. Gucken wir mal, ob er jetzt als Wurfwaffe benutzt wird oder ob sie damit auch zustechen kann. Und ich soll mal wieder auf die Karte gucken. Wir haben zwar recht viel aufgedeckt. Das ist die Tür, wo Gwendolin entgegengetreten hat. Ja, ich glaube schon. Und da wird wahrscheinlich das Rätsel hier unten, die Frage, die Tür da aufmachen. Okay. So, hier waren wir schon, da waren wir noch nicht. Dann gehen wir jetzt doch mal runter nach Süden, biegen nach rechts ab und halten uns dann an der linken Wand. Also Süden, rechts rum, links an der Wand. Süden, rechts rum, links an der Wand. Süden, rechts rum, links an der Wand. Dann müssten wir eigentlich ein Gebiet kommen, wo wir noch nicht waren. Da war wieder die subtile Werbung. Und hier. Oh, der Torbogen sieht komisch aus. Ha, eine offene Tür. Aber anscheinend nichts. Nochmal subtile Werbung. Am Boden vor euch liegt eine alte Schriftrolle. Wollt ihr sie mitnehmen? Ja. Als ihr das Rezept aufhebt, geht ein leises Raunen durch den Raum und ihr hört, wie sich ein schweres Metallgitter in Bewegung setzt und kurz darauf zu Boden knallt. Die Tür, ruft Gwendolin. Also wahrscheinlich etwas entsetzter und nicht so. Aber so hätte ich reagiert. Die Tür ist jetzt wohl zu. Dann hört ihr das schwere Schaben von Stein auf Stein. Irgendwo in eurer Nähe öffnet sich eben eine schwere Steintüre und schon könnt ihr das Klirren von Waffengehängen hören, als plötzlich vier Skelette im Raum auftauchen und euch angreifen. Boah, vier Skelette. Oh, die sehen anders aus. Du gehst mal weg. Die sehen nicht aus wie die Skelette, die wir kennen.
Du kannst noch schießen, richtig? Richtig. So, du kannst nicht mehr schießen, aber... Ah, du hast die Sichel als Waffe. Nee. Na komm, gucken wir mal ganz kurz, was die Sichel so macht. Du solltest nicht Gwendolyn angreifen. Ja. Geh mal bitte weg da. Sonst wirst du wieder für ein Skelett gehalten. Zu nah für einen Wurf. Wow. Also wird das Ding echt geworfen. Ich hoffe mal, wir kriegen es danach wieder. Nimm keinen Schaden. So, du... Schätze ich mal... dahin. Greifst den an. 27 Trefferpunkte. Das ist sehr, sehr ordentlich. Der kann nicht mal Tirik mithalten. Das will schon was heißen. Au. Warum? Schritt zurück. Schießen. So, und du gehst mal einfach dahin und fängst den Schaden ab, damit Mürren weiter schießen kann. Und schlägst mit bloßen Fäusten auf ihn ein. Du machst nix. Jalla mit ihrer Sichel. Also diesmal würde sie Georgon treffen. Aber ich weiß nicht, ob sie unzerbrechlich war. Ja, sie war magisch, aber das heißt nicht, dass sie unzerbrechlich sind. Ich glaube, ich mache einfach mal Acceleratus auf Georgon. So. Du haust jetzt den da zu Klump. Ist jetzt auch noch keiner von denen gestorben. Also unstorben. Das heißt, wir können nicht wirklich sagen, wie viel die aushalten. Oh, und ich sollte dann denken, im nächsten, also nach dem Kampf, die ganzen Pfeile von Yallen zu Mürren zu geben. Weil Yallen kann ja nicht wirklich viel mehr mit ihnen anfangen. Immer noch keiner. Komm schon, Georgon. Feuer ich schon Georgon an. Irgendwas ist komisch. Zaubern, Bewegung, Acceleratus. Misslung. Ja, Mürrim ist wesentlich besser in dem Zauberspruch. Aber ich glaube, sie hat kaum noch Astralenergie. Müssen wir gleich mal gucken. Außerdem kann Mürrim halt noch schießen, auch wenn sie nicht besonders viel Schaden damit verursacht. Sichern. Sie hat noch ein bisschen was. Und dann lauf doch mal zu Tirik. Wirklich viel Schaden verursachen sie nicht, aber sind ja auch relativ gut gepanzert. Dafür treffen wir fast gar nicht, was sehr nervig ist. So, Acceleratus auf Tirik. So. Jetzt töte doch mal endlich einen von diesen... Ah. So, du gehst einfach mal weg. 23 Treffpunkte, der steht immer noch. Ja, der zweite Teil der Nordland-Trilogie ist definitiv anspruchsvoller, was die Kämpfe angeht, als der erste. Ich könnte jetzt einfach den Kampf berechnen. Oh, sehr schön. Ich würde sagen, ich könnte einfach den Kampf berechnen lassen und hoffen, dass unser Heldengruppe einfach... Was zur Hölle war das? Der Schrei kam irgendwie entweder sehr spät oder es war Georgon. Na gut, du... Gehst mal dahin. Und du dahin und schießt auf den da. Der jetzt vor Georgon steht, der müsste auch jederzeit umkippen. Das heißt, wir gehen mal mit Tirik dahin. Und hauen dem mal die Beine weg. Oder auch nicht. Jo, sehr schön. Schon sind es nur noch zwei. Alte Option. Alte Option. So, du hast noch zwei Bewegungspunkte. Dann machst du mal nix. Nix. Fleißig weiter drauf ein und du schießt. Oh, 5 Schadenspunkte sind besser als nichts.
14 sind schon besser. Komm schon, direkt. Komm schon, Girogon. Das ist echt übel. Wir verursachen so viel Schaden und trotzdem kippen die um. Jetzt aber. Jo. Und wieder ist der Schrei so verzögert. Der müsste gleich kommen. Oder auch nicht. Achso, sicher. Nö, der hat jetzt gar nicht geschrien. Egal, Hauptsache er ist weg. Du, noch einen Schritt. Sichern. Sichern. Und auf ihn. Der hat jetzt schon ein paar Treffer eingesteckt, aber nicht wirklich viele. Immer nur Kleinkram von Gwendolyn, wenn sie da mal getroffen hat. Und ein paar Pfeile von Nurm, wollte ich sagen. Aber es hat wohl gereicht. Sehr schön. Auch wenn wir den wahrscheinlich hätten gar nicht bekämpfen müssen. Ah doch, wir wurden ja hier eingesperrt. Okay. Na gut, speichern wir jetzt erstmal ab. Und in der nächsten Folge gucken wir, wie wir hier wieder rauskommen. Wir sind eingesperrt mit einer Menge Werbung. Das ist irgendwie schon bedrückend. Aber ja. Spiel wirklich sicher ein Ja. LP 022. Und wir sehen uns gleich wieder.